Das ist eigentlich, weil hier ist die Straße. Genau, das haben wir gesehen. Fahren viele hier durch. Wir befinden uns auf einer Ortsverbindungsstraße zwischen Predöhl und Triglitz. Auf dieser Strecke ist ein Pkw mit mehreren Insassen gegen einen Baum gefahren und verunfallt. Bei Eintreffen wurden mehrere Personen außerhalb des Fahrzeuges vorgefunden und auch waren weitere Personen im Fahrzeug teilweise eingeklemmt. Thank you.
Das Problem, was wir hatten erst einen falschen Einsatzort. Dadurch hat sich natürlich die Anfahrt der Feuerwehr und der Rettungskräfte etwas verspätet. Bei Ankunft hier an der Einsatzstelle wurden sofort die Einsatzlage gesichtet. Personen wurden geguckt, wie weit sie ist. Nach mir kam auch gleich der entsprechende Notarzt an und haben entsprechende Maßnahmen festgelegt, die Reihenfolge der Rettung festgelegt, die Feuerwehr ausgeleuchtet, sodass im Prinzip relativ schnell die Personen gerettet werden konnten. Leider kam auch für einige Personen die Hilfe zu spät. Insgesamt sind 2 Personen beim Unfall verstorben. Insassen waren 6 Personen. Also nach unseren Informationen ist eine Person aus dem Fahrzeug heraus und ist dann nach Triglitz gelaufen zum ersten Haus, hat von dort aus die Hilfe geholt. Können Sie ungefähr abschätzen, wie weit es von der Unfallstelle bis nach Triglitz ist? Na, ich schätze, das werden vielleicht noch 1,5 Kilometer werden das auf alle Fälle noch sein. Es wird auf alle Fälle eine Nachbesprechung geben. Wir hatten auch Notfallseelsorger hier vor Ort, die sich um die ersten Kameraden schon gekümmert haben. Jetzt sind sie dabei, die Todesnachricht zu überbringen. Und wir werden auf alle Fälle auch eine Nachbesprechung durchführen mit den Kameraden. Ja, denn so eine Einsätze müssen verarbeitet werden. Ja, in Absprache mit dem Rettungsdienst, mit dem leitenden Notarzt, wurde festgelegt, dass eine Person dann mit dem Rettungshubschrauber in einem Unfall Schwerpunktkrankenhaus geflogen wird. Es ist kein schöner Anblick, ist natürlich immer eine Frage, manch einer kennt die Leute nicht. Ja, wir gehen mal davon aus, dass wir die Person nicht gekannt haben und mussten so lange warten, bis wir die Freigabe hatten zur Bergung, die natürlich auch etwas kompliziert war, weil das Fahrzeug ja recht schwer eingeschlagen war gegen einen Baum. Die war schwer eingeklemmt gewesen, wir mussten dort mit 2 Rettungsgeräten arbeiten, bis wir sie dann raus hatten.
Ja, die Polizei hat hier einen tragischen Verkehrsunfall aufzunehmen. Ihr habt auf der Ortsverbindungsstraße von Kleintriglitz nach Triglitz ist ein Fahrzeug besetzt mit 6 Personen von der Fahrbahn abgekommen, hat hier vorne einen Baum touchiert und ist dann auf der gegenüberliegenden Seite zum Stillstand gekommen. Bei dem Verkehrsunfall sind tragischerweise 2 Kinder ums Leben gekommen, 2 Jugendliche im Alter von 17 und 15 Jahren. Soweit die polizeilichen Ermittlungen bisher ergeben haben, ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen und vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis von der Fahrbahn abgekommen. Wir haben feststellen müssen, dass zumindest die beiden Verstorbenen nicht angeschnallt waren und aufgrund der Personenanzahl ist klar, dass auch mindestens einer keinen Gurt gehabt hätte und Gurte retten Leben. Es ist ganz einfach so, dass die Fahrzeugsysteme, die Rettungssysteme aufeinander abgestimmt sind und auch der Airbag kann nur in Zusammenarbeit mit dem Gurt Leben retten. Das ist hier in dem Fall natürlich nicht gegeben gewesen. Ja, wir wissen nur, dass die Insassin wohl auch verletzt wurde, zumindest mit Schock im Krankenhaus ist und im nächsten Dorf in Triglitz die Rettungskräfte informiert hat und uns dann natürlich auch informiert hat. Im Fahrzeug sind Alkoholflaschen vorhanden. Ebenfalls dürfen wir trotzdem nicht davon ausgehen, dass der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Predöl und Triglitz schien es auch so, dass nach ersten Erkenntnissen mindestens eine Person nicht angeschnallt war an dem Fahrzeug. Und ja, daraus resultieren natürlich auch sicherlich noch schwere Verletzungen entstanden sind in der Folge. Deswegen rät die Polizei hier natürlich auch nochmal grundsätzlich, sich natürlich auch anzuschnallen, dass die gesamten Sicherheitssysteme in einem Fahrzeug auch wechselseitig funktionieren können. Ja, der Effekt ist natürlich sonst nicht gegeben. Da funktioniert auch kein Airbag, wenn man eben nicht angeschnallt ist. Weiterhin ist natürlich auch aufgrund der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit aus polizeilicher Sicht natürlich auch zu raten, im Speziellen auch bei Fußgängern, Radfahrern, reflektierende Kleidung zu tragen, gegenseitig natürlich auch Rücksicht zu nehmen, vorausschauend zu fahren und sich natürlich auch den Gegebenheiten anzupassen. Ja, gerade bei Dunkelheit, Laub, Feuchtigkeit, Wildwechsel, teilweise auch schon Frost, ist natürlich auch die Geschwindigkeit und die Umsicht entsprechend anzupassen als Kraftfahrer, natürlich auch als Fußgänger und als Radfahrer. Ja, gegenseitige Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren ist hier natürlich die Devise. So in die Höhe geht, das so dunkles Glas. Siehst du, wie wir kommen haben? Oder von mir. Aber wie wir kommen, dann sind wir ja, aber nicht, dass der Typ, ja, stimmt. Außerdem stimmt.